Moin, moin zusammen, du bist auf dem Weg ins erste Semester. Vielleicht hat es schon gestartet oder du bist mittendrin und möchtest nun einfach ein geiles erstes Semester haben. Du hast Bock, du bist luftig in der Hose und du möchtest Vollgas geben und alles mitnehmen, was geht. Und deshalb möchte ich dir in diesem Video einfach mal so ein paar, ja, Gedankenstöße geben, daraus ein richtig geiles Semester zu machen, weil ich, alter Greif, habe natürlich schon ein paar Erstsemester immer mal betreut und habe dir ein paar Tipps gegeben und die waren heidenfroh darüber. Und deshalb stoßen wir doch mal richtig los und sorgen dafür, dass du da draußen ein geiles erstes Semester hast. Der größte und der wichtigste Tipp meines Erachtens, und das wird dir auch jeder bestätigen, ist einfach lerne neue Leute kennen. Richtig, lerne neue Leute kennen. Bedeutet, wenn du in deinen ersten Tagen, erst die Veranstaltung oder vielleicht nur in der ersten Vorlesung sitzt und dann schaust du einfach mal rechts, links, vor, nach hinten und guckst mal, wer da so sitzt und schnackst die einfach mal an. Wo kommst denn du her? Wo hast du das geile iPad her? Wie gefällt es dir hier in der Stadt? Studierst du zum ersten Mal BWL und schon ist man im Gespräch, vertrau mir. Und dadurch lernst du Kommilitonen in deinem Semester kennen. Dadurch lernst du einfach mal Leute kennen, mit denen du dann gemeinsam in die Vorlesungen laufen kannst. Du kannst zwischendrin Kaffee trinken. Du kannst mit denen gemeinsam lernen. Du entwickelst ein wirkliches Zusammenhaltgefühl in dieser Uni, dass du dazugehörst, dass du ein Teil der Uni bist. Du bist jetzt Student, du hast andere Studentenfreunde. Das ist geil. Und natürlich kriegst du dadurch diesen legendären Buschfunk mit. Umso mehr Leute du kennst, umso mehr Leute du ansprichst, umso mehr kannst du deine Fühler ausstrecken und umso besser kriegst du so kleine Infos mit. Ich hatte mal einen Typen, den habe ich nach einer Prüfung kennengelernt. Der kam einfach nur in die Vorlesung rein, ging wieder raus und weg war er. Also jeden Tag reingefahren, Vorlesung, nach Hause, tschüss. Keine Sau kennengelernt, keine im Semester. Und nach der Prüfung, nach einer, hat er mich mal angeschnackt und hat gesagt, boah, das war ja eine brutale Prüfung. Ich habe so viel gelernt, das hat nichts gebracht. Dann habe ich gesagt, hä? Hast du nicht die Altklausuren von den anderen bekommen? Er sagt, hä, welche Altklausuren? Ja, richtig. Wir hatten untereinander, alle, die sich so in der Vorlesung oder halt im Semester kannten, haben sich gegenseitig die Altprüfungen geschickt, die man eben woanders her hatte. Und dadurch hatten wir diesen brutal genialen Vorteil, dass die Prüfung fast 1:1 war wie die vom Vorjahr. Und das war grandios. Also lern doch einfach Leute aus deinem Studiengang kennen. Macht Spaß, bringt Vorteile und es ist genial, vertrau mir. Wenn du schon Leute kennenlernst, dann probier doch auch mal höhere Semester kennenzulernen. Ja, die sind höher, die haben Erfahrung, Praxissemester, kommen vielleicht schon beim Anzug in die Vorlesung, aber diese höheren Semester. Auch die lieben es, Studenten zu helfen, die in niedrigeren Semestern sind. Wo ich klein war, erstes Semester, habe ich höhere Semester gefragt, die haben mir Tipps gegeben und rate mal, wo ich dann ein höheres Semester war. Dann habe ich natürlich auch die niedrigeren Semestern Tipps gegeben, weil dann ist es so ein Geben und Nehmen. So in die nächste Generation weitergeführt ist doch einfach perfekt. Und diese höheren Semester, die können dir Tipps geben, welche Vorlesungen sind geil, welche Professoren sind unfassbar attraktiv, wo gibt es die besten Noten, gibt es Altklausuren, vielleicht Praktikaplätze, vielleicht Abschlussarbeitthemen und. Die haben die Erfahrung. Lerne von der Erfahrung. Saug sie auf wie ein kleiner Schwamm. Das bringt dir unfassbar Vorteile für dein komplettes Studium. Wo lerne ich jetzt diese kennen? Naja, du kannst sie natürlich als Kettenreaktion kennenlernen, wenn du eben welche aus dem Semester kennengelernt hast und der eine kennt den über einen Bruder oder so und schon hast du Connection zum höheren Semester. Zum anderen, vielleicht lernst du auf dem Campus einfach mal welche kennen, weil wenn da einer alleine steht bei dem Kaffeeautomaten, dann schnacken doch einfach mal an. Fragen so, hey, was trinkst du immer für einen Kaffee? Ich trinke immer den Neuset, der ist erste Sahne, was meinst du dazu? Und vielleicht ist er im höheren Semester. Oder auch Campuspartys und so. Es gibt Möglichkeiten, höhere Semester kennenzulernen. Lernen und probier es auch. Das bringt nur Vorteile. Und natürlich lern auch andere Studiengänge kennen. Du sollst jetzt nicht nur in deiner BWLer, Wirtschaftler, Ingenieursblase, soziale Arbeitsblase. Nein, probier doch auch mal andere Studiengänge kennenzulernen. Ich natürlich als Betriebswirt, ich habe zum Beispiel dann eben soziale Arbeitsfreunde gehabt. Jo, und es war geil, weil du nicht den ganzen Tag nur über Betriebswirtschaftliches sprichst, beziehungsweise nur mit Leuten umgeben bist, die ähnlich ticken, weil die ähnlich ticken, studieren das Ähnliche,
Aber dann lernst du auch mal andere Perspektiven kennen. Ich habe so viel gelernt, so interdisziplinär und auch zwischenmenschlich von Sozialarbeitsstudenten oder Innenarchitekturstudenten. Da habe ich auch mal so ein bisschen, ja, da haben wir so über Licht und Raumgestaltung geschnackt. Und das war geil. Da hast du nicht nur den ganzen Tag Kalkulationen diskutiert und wie ich der neueste Manager werde. Also lern auch wirklich andere Studiengänge kennen, auch wenn das anfangs ein bisschen komisch ist. Lass dich darauf ein, das ist wirklich einfach, ja, horizonterweiternd. Geh verdammt nochmal auf Veranstaltungen. Geh nicht in die Vorlesung, geh nach Hause und das war's. Oder besuch nur Online-Vorlesungen und verkriech dich wie so ein Einsiedlerkrebs zu Hause. Bitte tu das nicht. Geh auf Veranstaltungen. Geh auf Homepartys von irgendwelchen Kommilitonen und Studenten und Freunden. Geh auf vielleicht die Mensa-Party, die Ersti-Partys. Also verkriech dich nicht, sondern nimm am sozialen Leben dieser Hochschule oder Universität teil. Weil dadurch kriegst du auch dieses Ich gehöre dazu, ich bin Student, ich habe jetzt ein Studentenleben und das ist geil und das möchte ich eben erfahren. Weil ich verspreche dir eins, es wird später mal nicht mehr die Option geben, dass du an dem Mittwoch um 15 Uhr mit den Jungs in eine Bar gehst, bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr abgehst, feierst und Spaß hast, das wird später mal ein bisschen schwierig. Und auch dieses, ich habe sehr viel Freizeit, weil ich nur eine gewisse Anzahl an eben Vorlesungen habe und dazwischen habe ich nichts. Das wirst du zu 99% der Fälle da draußen nicht mehr haben. Deswegen genieß diese Zeit, genieß es an diesen Aktivitäten und an diesen Events teilzunehmen. Und wenn du schon auf den ganzen Partys warst, ja, dann melde dich doch mal auch für Aktivitäten in der Hochschule an. Sei es für irgendwelche Studierendenvertretungen oder Studierendenvereine oder Studierendenorganisationen. Werde ein Teil, mach da mit, lerne dadurch neue Leute kennen, entwickel dich weiter, erweitere deinen Horizont. Versuch doch mal etwas anderes. Geh doch zur Studierendenvertretung und engagier dich hochschulpolitisch. Ich habe dadurch so viele Connections entwickelt. Das war der Hammer und es hat mir so viel gebracht. Also das würde ich jedem empfehlen. Schreib dich irgendwo ein. Studierendenvertretung mag nicht jeder, ich weiß, aber ich fand's hammer, hammer geil. Auch so Interessensorganisationen und eben Vereine gibt es an der Uni. Bei mir gab es zum Beispiel welche, die haben an Autos geschraubt. Das bedeutet, die haben von nichts ein Auto gebaut, den Motor, alles selber. Natürlich waren es meist Ingenieurstudenten, aber das ist einfach geil, an sowas mitzumachen, mitzuwirken und dann eben auch daraus Leute zu finden, die dieselben Interessen haben. Also schubs dich daraus, geh dahin und frag, ob du mitmachen darfst. Die freuen sich über jeden nächsten Lust. Der mitkommt. Umso mehr, umso besser, wie bei einem wilden Gangbang. Und tu mir doch bitte den Gefallen, sei unvoreingenommen. Ich weiß, du hast vielleicht schon eine Ausbildung gemacht, Erfahrung gehabt, bist vielleicht super intelligent, aber lass dich drauf ein, auf den Stoff in den Vorlesungen. Ich weiß, dass manche Vorlesungen nicht so sexy klingen und auch nicht die geilsten Themen haben, aber hock dich nicht so rein von wegen, das mache ich eh nicht, das interessiert mich nicht, der labert nur Müll. Nein, lass dich wirklich drauf ein, weil vielleicht interessierst du dich ja dafür. Aber du hast halt vorher noch nicht so ganz das Thema verstanden. Aber wenn du schon so eine Einstellung hast, dass es mir eh nicht gefällt oder eh nicht schmeckt, dann wird es dir doch auch nicht schmecken, wenn du bei Oma sitzt. Und genauso ist es in der Vorlesung. Wenn du da drin sitzt mit so einer Lenschen und sagst, ich habe keinen Bock auf das Thema, ja, dann wird es dir auch keinen Spaß machen. Also geh unvoreingenommen in jede Vorlesung rein. Auch wenn deine ganzen Kommilitonen vorher gesagt haben, hey, das wird ätzend, bis der Arzt kommt. Probier's doch einfach, vertrau mir und vielleicht gefällt's dir dann. Und wenn's dir dann nicht gefällt, dann bist du unvoreingenommen eingenommen. Dann bist du unvoreingenommen reingegangen und hast herausgefunden, ist nichts für mich, okay, ist doch in Ordnung. Aber mach das doch und sei auch lernfreudig. Du studierst, studieren, du forschst, du lernst etwas Neues kennen. Das ist der Sinn des Studiums übrigens. Aber mach's auch. Hock dich nicht nur hin, lass dich berauschen, denk drüber nach, wie du vorne den heißen Typen oder die scharfe Granate rechts im nächsten Moment anzuschnacken hast, sondern lern doch mal wirklich ein bisschen was dazu zu dem Stoff. Vertrau mir, du brauchst es auch später im Berufsleben, auch wenn es anfangs noch nicht ganz so wirkt. Und wichtig ist, wenn du so unvoreingenommen reingehst, finde heraus, was dir gefällt und was dir nicht gefällt.
Weil das ist auch der Sinn und Zweck des Studiums, damit du deine Vertiefung, deinen Schwerpunkt, deine Leidenschaft endlich findest. Und was du mir noch für einen Gefallen tun kannst, mach dir doch bitte keinen Druck. Ich sehe so viele Studierenden, die da drin hocken, lernen wie die Blöden und sich so einen Druck machen. Die machen sich Druck wegen von zu Hause. Vielleicht bist du, war bei mir so, der Erste, der studiert hat. Alle so, wow, der studiert, voll geil, super intelligent und er wird jetzt erfolgreich. Und dann habe ich mir natürlich Druck gemacht. Ich wollte keinen aus meiner Familie enttäuschen. Ich wollte keinen im Freundeskreis irgendwie enttäuschen. Oder auch mir vielleicht die Blöße zu geben, dass ich vielleicht zu dumm fürs Studium bin. Und da habe ich mir so einen Druck gemacht. So nach dem Motto, okay, du musst jetzt BWL studieren. Du musst gute Noten schreiben. Du musst jedes Semester rocken. Und du musst klüger werden. Nein, du kannst auch mal eine Prüfung verkacken. Du kannst auch mein Thema nicht verstehen. Du kannst auch vielleicht herausfinden, dass das gerade nicht dein richtiger Studiengang ist. Das ist absolut in Ordnung. Dafür ist es da. Du bist jung, du bist noch keine 80. Dein Leben ist noch lange. Stell dir vor, du schließt mit 25 ab. Lass mich raten, 52 Jahre Arbeit warten auf dich. Möchtest du 52 Jahre lang was machen, was dir nicht gefällt? Nein, deswegen such doch. Nutze die Chance und finde heraus, was dir gefällt. Und auch dann einfach den Druck zu nehmen, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier im Moment, ich finde heraus, ob es mir gefällt, ich finde heraus meinen Lifestyle, meinen Lernstil und so weiter. Und dann, ja, ist das schon alles, was du im Endeffekt brauchst. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp. Ich weiß, manche von euch wohnen vielleicht ein bisschen weiter weg von dort, wo man studiert. Andere haben so schon, wohnen vielleicht ein paar hunderte Kilometer nur weiter oder 50 Kilometer und haben den sozialen Zirkel, haben Freunde, Familie dort und denken so, ach, ich studiere da nur, fahr da hin und fahr da wieder weg. Du wirst dadurch, und das ist bei einigen so, nicht bei allen, aber bei einigen, den Fall haben, dass du nie so richtig dazugehörst. Weil wenn du jedes Wochenende heimfährst, wird sich jeder in deinem Social Circle an der Uni, falls du dir einen aufgebaut hast, wenn du bitte, was du auch gemacht haben solltest, wird sich mal... Ach, der ist doch eh nicht da. Der fährt eh immer weg. Ach, der hat eh nur seine Freunde dort, den fragen wir gar nicht. Deswegen kann es sein, dass wenn du wirklich jedes Wochenende heimfährst, dich immer ausschließt, immer nach Hause gehst, weil das sind ja deine Leute, da ist deine Comfortzone. Von mir aus nenn's fancy, wie du willst. Aber wenn du das machst, kann es sein, dass du ein bisschen runterfällst. Deswegen nutz doch bitte die Chance. Gib dem Ganzen eine Chance. An deinem neuen Wohnort, wenn du dort eben hingezogen bist, an dieser Hochschule, an dieser Universität, an dieser Stadt, dich einzugewöhnen, anzukommen, Leute zu kennenzulernen und dir dort einfach, ja, ein schönes Leben aufzubauen. Es ist okay, nach Hause zu fahren, keine Frage. Mama und Papa freuen sich, da gibt's auch guten Kuchen. Aber tu mir den Gefallen, bleib hin und weg mal in der Stadt, wo du eben jetzt studierst. Mach mit den Leuten etwas, mach mit deiner WG etwas und genieße das Studieren. Gut, das war jetzt ein bisschen viel geschnackt. Ich wünsche dir ein wunderschönes erstes geiles Semester. Lass die Sau raus, lass dich drauf ein und genieße es. Ich würde mit dir sofort tauschen. Oh Mann, war das eine geile Zeit. Und falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Abo ist dann ein kleiner Klick. Und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.